Die Heilbäder Baden-Württembergs sind einer der wichtigsten Gesundheitsdienstleister im Land. Ein Viertel der Übernachtungen, ein Drittel der gesamten Wertschöpfung des Tourismus Baden-Württemberg findet in 50 Orten statt, die meist klein und im ländlichen Raum liegen. Die Heilbäder sichern die ärztliche Versorgung, die medizinische Versorgung in unserem Bundesland Baden-Württemberg. Und das ist in einer Zeit des demografischen Wandels besonders wichtig. Die balneologische Forschung, Reha-Kliniken, ambulante Badekuren sind Stichworte, die Baden-Württemberg hervorheben. Und die Wellness-Sterne sind ein neues Qualitätssiegel, das europaweit Erfolg hat. Herzlich willkommen zu unserem Bädertag. Wir freuen uns, wenn Sie auch im Jahr 2013 dabei sind. Es freut mich, dass wir Gastgeber sein dürfen für diesen ersten baden-württembergischen Bädertag. Bad Wildbad hat ja eine sehr lange Bädertradition, die sich insbesondere in diesen Räumlichkeiten hier widerspiegelt. Alles begann im Jahr 1367, als die Badner die Stadt überfallen wollten und den Grafen Eberhard gefangen nehmen wollten, der sich in unseren Thermalquellen erholte. Doch ein armer Sünder, so heißt es im Gedicht von Ludwig Uhland, dem Überfall von Wildbad, der trug ihn dann über den Berg und wies ihm den Weg nach Stuttgart. Und das war die Begründung einer ganz besonderen Verbindung zwischen Stuttgart und Wildbad. Baden-Württemberg ist mit seinen 56 höher prädikatisierten Heilbädern und Kurorten nach wie vor das Bäderland Nummer 1 in Deutschland. Da sind wir stolz drauf. Es macht aber auch gleichzeitig deutlich, wie wichtig es für uns gemeinsam ist, die erarbeiteten hohen Qualitätsstandards zu halten und weiter auszubauen. Sie haben natürlich als Verband da eine wichtige Rolle, schlagkräftig die Branche auch zu bündeln. Dass wir das honorieren, zeigt sich ja auch in der Mitfinanzierung des Landes Baden-Württemberg. Es ist uns ja gelungen, im Jahr 2012 erstmals seit langem die Finanzhilfen für den Marketingaktionsplan der Heilbäder und Kurorte Marketing GmbH zu erhöhen, ebenso wie das Budget der Tourismusmarketing Baden-Württemberg. Ich darf aber das Wohlwollen des Landtages in den weiteren Beratungen vorausgesetzt sagen, dass ich froh bin, dass es gelungen ist, trotz schwieriger Haushaltssituation im Haushaltsentwurf der Landesregierung diese Erhöhung entsprechend fortzuschreiben und hoffe, dass wir damit auch auf der Basis dieser erfolgreichen Zusammenarbeit weiter aktiv Baden-Württemberg als Tourismusland, aber auch als Bäderland weiterentwickeln können und im Marketing weiter uns hart im internationalen Markt bewähren können. Der MDK hat sich in den letzten Jahren intensiv an der Qualitätsentwicklung und der Formulierung der Voraussetzungen medizinischer Vorsorge und Reha-Leistungen beteiligt. Und in diesem Jahr ist die Richtlinie Vorsorge und Rehabilitation verabschiedet worden, die bundesweit einheitlich gilt und nach der alle medizinischen Dienste arbeiten. Die Zukunft hat aus meiner Sicht bereits begonnen, nämlich die Zielgruppen sind erschlossen, neue Zielgruppen sind erschlossen bis hin zu Gästen aus dem Ausland, moderne Fitness- und Wellnesszentren sind attraktiv für Menschen, die selbst etwas für ihre Gesundheit tun wollen und die Gesundheit nicht als Askese betrachten, sondern Gesundheit und Genuss verbinden. Baden-Württemberg wurde in der Zwischenzeit Wellnessstraße in Nordrhein-Westfalen, die in Niedersachsen, die europaweit passt, in der Zwischenzeit in Südtirol, in der Schweiz, überall mit zu Hause sind. Dabei war es uns ein Anliegen, nicht nur Wege zu gehen, einen Status festzustellen, sondern auch Qualität mit Transparenz, Verlässlichkeit für den Kunden mit darzustellen und eigentlich eine Weiterentwicklung aus den Kundenwünschen einerseits und aus den Angeboten der Leistungsträger andererseits mit zu regeln. Dabei ist es so, dass letztendlich natürlich hier die Hotellerie ein Maßstab ist, der letztlich mit als Träger an der Basis für diese Aufgabe zuständig ist. Und deswegen freuen wir uns, dass wir eine Reihe von Betrieben haben, die wir in diesem Jahr, es waren 20 an der Zahl, letztlich wieder nachzertifizieren konnten, auch in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland, einem Mystery Check, wie das so neu schwäbisch oder badisch letztlich heißen mag. Und auf diese Art und Weise haben wir heute 8 Unternehmen hier, denen wir dann eine Urkunde überreichen können.
stimmen wir darüber ab. Die Mitglieder sind stimmberechtigt. Für die Aufnahme vom Münstertal ist Bich um Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen, dann ist das ein einstimmiges Votum. Herr Dr. Koch, herzlichen Glückwunsch. Ich denke, es ist sicherlich schon so gewesen. Also die Vorsorge gehört eigentlich zu den zum Grundgedanken des hausärztlichen Denkens und auch der Kurärzte. Die Hauptpunkte habe ich ja schon angesprochen. Es ist einfach so, die Ausbildung ist ein wesentlicher Punkt. Warum soll ein junger Mediziner, Frau Erz hat sie gesagt, die Anrufe kommen, warum soll ich mir eine Ausbildung von so und so vielen Stunden gönnen? Das kostet Geld, kostet Zeit. Und was habe ich davon? Das ist nun mal in der heutigen Denkweise anders als früher, als es eben den Ärzten noch gut ging, zu 100%. Und heute muss man eben auch da wirtschaftlich denken. Und da geht jede Ausbildung, jede zusätzliche Belastung wird hinterfragt. Dann haben wir eben die Nachfrage, die Angebote. Was habe ich denn davon, wenn ich nur ein oder zwei Kurgäste betreue im Monat? Und für dieses geringe Honorar, also alles zusammengezählt, fragt sich natürlich jeder vernünftig denkende junge Mediziner, warum muss ich mir das antun? Und da müssen die Bedingungen geändert werden, das muss das Honorar gewässert sein, das muss eben auch entsprechend das Angebot an Kurgäste wieder steigen. Ich fand es insgesamt natürlich so interessant, dass man auch die Frage stellen kann, wie viel Staat in einem sich wandelnden Markt muss denn eigentlich sein? Inwiefern ist der Staat hier Impulsgeber, regulativ, sicher aber auch ein Stück weit, vielleicht auch sogar Speerspitze an einem sehr sektoral, wie Sie es ja vorher auch gesagt haben, sektoral aufgebautes System, das natürlich in sich dann auch wieder mit Trägheiten zu tun hat. Ich möchte diese Frage verbinden mit der Tatsache, dass die bayerische Staatsregierung jetzt eine neue Förderrichtlinie aufgelegt hat angesichts ihrer Kurorte und Heilwerte. Die haben wohlgemerkt ja 47, wir haben 57. Und diese Förderrichtlinie sieht vor, dass Qualitätsmaßnahmen in Heilbädern und Kurorten durch diese Maßnahmen der Landesregierung unterstützt und gefördert und gestärkt werden sollen. Es ist die Rede davon in dieser Vorlage an den Landtag, dass bis zu 70%, maximal 200.000 Euro Infrastrukturmaßnahmen gefördert werden. Ist denn das dann zum Beispiel eine dieser staatlichen Maßnahmen, um ein sich wandelnder Gesundheitsbegriff und ein sich wandelndes Gesundheitsverständnis in Gesellschaft auch tatsächlich zu befördern? Ich denke, es gibt keinen Königsweg, um diese Strukturen zu verändern. Und wir in Baden-Württemberg haben die Subventionierung von Qualitätssicherung im Bereich der Selbstverwaltung nie zu unserem Thema gemacht. Wir konzentrieren die staatlichen Mittel, die ja auch begrenzt sind oder eben die ein harter Ressourcenwettbewerb stattfindet, im Gesundheitsbereich auf der Landesebene in die Sicherung der Infrastruktur und der stationären Versorgung zu geben. Das ist der zentrale Ansatz, den wir gesundheitspolitisch im Land folgen und haben Gott sei Dank auch jetzt von der neuen Landesregierung in Euro und Cent, in Millionenhöhe ausgedrückt, Steigerungen in der Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern. Die Krankenhauslandschaft ist das Rückgrat unserer Versorgungsstrukturen und wir sind daran interessiert, dass auch die sektorübergreifende Denkweise mit aktiven Partnern auf beiden Seiten, auf der Krankenhausseite und auf der ambulanten Seite voranzubringen ist. Da gibt es sehr gute Ansätze, inzwischen aufeinander zuzugehen, Praxen im Klinikgelände anzusiedeln und eben auch die Behandlungs-
Versorgungskette zu organisieren. Da haben die Krankenkassen eine sehr wichtige Funktion als Motor. Wir in Bad Krozingen standen so schon im Jahr 2000 vor der Entscheidung, was machen wir mit unserem Kurmittelhaus? Wunderschöne Kunststoffböden, Vorhänge unten im Keller, so wie man sich halt so früher in den 70er, 80er vorgestellt hat. Und wir haben klar gesagt, wir wollen das, wir brauchen das für die kurörtliche Infrastruktur, wir brauchen das für unseren Aufgabenbereich, weil wir ganz klar von der Medizin kommen, immer Medizin machen und vieles andere mehr. Also haben wir dann ein Kurmittelhaus mit Namen Wohlfühlhaus gebaut, wo Therapie und Wellness unter einem Dach zusammengefasst werden. Unsere Ärzte sind unabhängig und sie würden keinen Arzt unterbekommen beim MDK, der seine Unabhängigkeit aus seiner früheren Praxis verliert. Was wir in Zukunft verstärken, so ähnlich wie praktisch Herr Seider das angesprochen hat, fängt es jetzt an, durch das Pflegeneuordnungsgesetz haben wir einen Baustein drin, wenn eine Kur-Reha-Maßnahme abgelehnt wird, muss der Arzt begründen, warum. Also wir machen den Umkehrschluss. Wir sagen nicht, das ist in Ordnung, wenn sie bewilligt wird, sondern er muss begründen, warum er seine ablehnt. Ich darf damit auch den 2,5-tägigen Wädertag beenden. Ich freue mich, dass Sie zahlreich teilgenommen haben. Die 50 Heilbäder und hochmedikalisierten Kurorte in Baden-Württemberg sind ein ganz wichtiger Faktor in der Gesundheitslandschaft und sie sind das einzige funktionierende Netzwerk für die ärztliche Versorgung, das den ländlichen Bereich von Baden-Württemberg erfasst. Ihnen ganz herzlichen Dank.